Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie und ich zeige euch jetzt die vier wichtigsten Bücher über vegane Ernährung, was mich am meisten überzeugt hat. Kommt mal mit. Das erste und wichtigste Buch, was uns damals auch bewogen hat, wirklich vegan zu leben, ist die China Study. Das ist quasi ein Buch, also nicht nur die China Study selber, sondern ein Buch vom T. Colin Campbell und seinem Sohn Thomas M. Campbell. Der hat die größte Studie zum Thema Ernährung auf der ganzen Welt zusammen mit der chinesischen Regierung und der Universität, an der Cornell-Universität hat er gearbeitet, schon sehr alt jetzt, ich glaube, der ist nicht mehr so aktiv, geleitet, also die größte Ernährungsstudie der Welt zusammen mit der chinesischen Regierung gegenüber einige Jahrzehnte und die wurde dann irgendwann ausgewertet. Hier sind noch einige andere Studien drin. Am Ende von jedem Kapitel stehen auch die zitierten Studien, also da ist nichts selbst ausgedacht, sondern einfach ja richtig toll gemachtes Buch. Hier drin, das ist die Quintessenz dieses Buches, ist einfach, man sollte so wenig tierische Proteine essen, wie es geht und so natürlich essen, wie es geht. Also man sollte eine pflanzenbetonte Ernährung haben mit so wenig Proteinen, tierischen Proteinen wie möglich, so viel pflanzlichen Proteinen, wie man möchte und dann hat man die größte Chance, auch alt zu werden und das steht hier alles sehr genau drin und ich fand das sehr überzeugend. Gibt es auch einen Film zu, der heißt Gabel statt Skalpell und den kann man sich natürlich auch mal angucken, den gibt es auch auf Netflix, aber dieses Buch ist so die Grundlage für das, woran ich auch glaube und wovon ich überzeugt bin, dass das wirklich für einen Großteil aller Krankheiten verantwortlich ist. Und wenn man das weglässt, dann kann man auch gesund alt werden. Das zweite Buch, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist das Buch von Dr. Neil Barnard. Heißt auf Deutsch Die revolutionäre Methode gegen Diabetes. Ich habe damals auch die englische Version vor einigen Jahren vorgestellt. Jetzt gibt es eine ganz, ganz toll aufbereitete Version. Farbig, mit Bildern, mit Erklärung. Und hier geht es darum, dass der Dr. Barnard ganz viele Experimente gemacht hat zum Thema Diabetes Typ 2, ja, und rausgefunden hat, wie man den Typ 2 Diabetes durch eine Ernährungsform, ja, ausmerzen kann, dass der Körper wieder die Möglichkeit hat, gesund zu werden. Das ist ein sehr umfassendes Konzept. Hier ist auch ein richtiger, toller Plan drin, wie man sich dann ernähren kann. Und man ernährt sich nach diesem Plan dann natürlich pflanzlich, also wirklich 100% vegan. Isst sehr wenig Fette, vor allem keine Öle. Und wenn Fette, dann wirklich nur gesunde Fette wie Leinsamen und Co. Und sehr viele Kohlenhydrate, hauptsächlich in Form von Obst, Gemüse und Vollkorngetreiden oder halb Pseudogetreiden. Sehr, sehr gutes Buch. Und immer, wenn ich mal jemanden treffe, gerade auf einer Messe oder sowas, und der sagt, ja, ich habe Typ 2 Diabetes, was kann ich dagegen machen? Ich habe gehört, die ketogene Diät ist so toll oder die oder das und das. Sage ich, nein, bitte erstmal dieses Buch kaufen, durchlesen, das probieren. Bei uns liegt Diabetes Typ 2 in der Familie. Mein Vater hatte das wahrscheinlich schon in meinem Alter. Ich habe die besten Blutzuckerwerte, weil ich halt keine tierischen Proteine zu mir nehme und keine gesättigten Fettsäuren oder sehr wenig gesättigte Fettsäuren. Die einzigen gesättigten Fettsäuren, die ich esse, ist in Schokolade. Ansonsten esse ich sehr wenig gesättigte Fettsäuren und das hat einiges damit zu tun. Aber guckt euch das selber mal an. Ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Und nun ein Buch, was ich auch mehrfach, vielleicht hunderte von Malen, auch schon verlinkt und empfohlen habe, von Cattle B. Esselstyn, Essen gegen Herzinfarkt. Das ist im Prinzip der Wissenschaftler in den USA, der war Herzchirurg und hat dann irgendwann aufgehört oder wollte einen anderen Ansatz haben, wie er Leute quasi heilen kann, nicht nur Bypässe verlegen, sondern einfach auch auf einer guten Grundlage das machen, auch in dem Film Gabel statt Skalpell. Könnt ihr mal gucken, ob ihr ihn irgendwo streamen könnt. Ist er auch mit dabei und hier wird auch drin geschrieben, wie man sich ernähren soll, damit man halt quasi Herzinfarkte vermeiden kann und auch wieder rückgängig machen kann, dass die Herzkranzgefäße wieder aufgehen. Und das ist hier auch sehr, sehr gut drin beschrieben. Die englischen Versionen, amerikanischen Versionen sind immer sehr, sehr langweilig gemacht, aber das ist alles sehr schön hier. Hier sind auch einige Rezepte drin und sein Sohn hat auch mehrere Bücher geschrieben und gibt es auch Kochbücher zu. Aber wenn ihr mal wissen wollt, wenn bei euch in der Familie vielleicht jemand ist mit Herzproblemen, Schlaganfall oder ihr selber davon betroffen seid, schaut euch unbedingt dieses Buch an. Die Quintessenz ist im Endeffekt die gleiche wie auch bei diesem Buch hier. Eine fettarme, sehr gesunde, pflanzenreiche Kost ohne tierische Produkte. Wird aber hier nochmal genau drin
beschrieben. Der hat da auch Studien durchgeführt und führt auch gerade eine neue Studie noch durch, die auch in ein paar Jahren dann ausgewertet wird. Seid gespannt, was da noch kommt. Und wenn ihr generell daran interessiert seid, was ihr essen könnt, so zum Thema, ja, was hilft jetzt, damit meine Augen besser werden, was hilft gegen für meine Prostata, was ist für meine Lunge gut, was ist für meinen Darm gut, das steht alles hier drin. Hier drin stehen, hier, der Untertitel ist: Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr Leben verlängern und bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen und heilen. Und der Dr. Michael Greger, der hat einen ganz großen YouTube-Kanal mittlerweile. Wir haben mal angefangen, da hatten wir sogar, glaube ich, mehr Abonnenten als er. Jetzt hat er, glaube ich, 300.000 Abonnenten, ich bin mir nicht ganz sicher, nutritionfacts.org heißt er, und er wertet die ganzen Studien aus, er ist der Studienexperte. Und hier steht alles Mögliche drin, was Fischöl ist, warum man vielleicht was anderes nehmen sollte, warum Avocado gut sind oder nicht gut sind, vergleicht die verschiedenen Diäten miteinander und so weiter und so fort. Hier sind natürlich nicht so viele Bilder drin, aber es ist sehr, sehr geballtes Wissen und ja, es ist eigentlich alles erklärt, was man so vielleicht im Internet noch findet und sagt, ja, aber das ist ja komisch, warum die schreiben das, die schreiben jenes, und der hat hier auch die ganzen Studien mit drin, also da könnt ihr auch mal reingucken. Das ist eines der überzeugendsten Bücher, und hier hinten sieht man auch nochmal eine Empfehlungsliste, und hier sind auch noch einige andere, die ich auch schon öfters gezeigt habe, also da will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, aber da gibt es noch einiges zu entdecken, aber das wären jetzt die vier Bücher, die mich am meisten beeindruckt haben. Diese vier Bücher hier mal zu lesen, das dauert vielleicht einen Monat, wenn ihr abends jeweils eine Stunde oder sowas lest, oder vielleicht dauert es auch zwei, dann habt ihr euch ein Wissen drauf geschafft, das euch keiner nehmen kann. Ist eine absolut klasse Sache und richtig toll. Also das sind meine Lieblingsbücher und ich greife immer wieder drauf zurück. Und was ich auch oft mache, ist, dass ich eins dieser Bücher nachgucke. Hier ist auch was drin, das ist zum Beispiel ein Kapitel über Autoimmunerkrankungen, wenn ich einen Freund habe oder eine Bekannte habe oder die Alexander eine Patientin hat, die, was weiß ich jetzt, Multiple Sklerose hat, dann kann ich hier nachgucken, was da empfohlen wird und welche Studien es gibt, die sagen, dass dies oder jenes gut hilft. Also das ist eine super Grundlage, um halt sich selber zu helfen und auch anderen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen und ich konnte noch ein bisschen erklären, was so unsere Quellen sind, wenn wir über Gesundheit reden, warum wir sagen, wenig Fett, aber die richtigen Fette sind wichtig und viele Kohlenhydrate sind gut und tierische Proteine sollte man möglichst gar nicht zu sich nehmen oder wenn dann nur ganz wenig. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen einige Fragen beantworten und wir würden uns über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr den Kanal abonniert, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis bald und tschüss.